Organisierst du gerade eine Reise nach Yucatan und bist noch auf der Suche nach ein paar richtig coolen Tipps, dann bleib jetzt dran. Hi, ich bin Jan von Lebegeil und lebe mittlerweile seit 3 Jahren hier in Mexiko. Ich war schon einige Male in Yucatan und habe dir daher 11 richtig coole Tipps für deine Yucatan-Rundreise zusammengestellt. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Isla Holbox. Die Isla Holbox ist eine richtig, richtig geile Karibikinsel. Ich war schon 3 Mal mittlerweile dort und es war immer wieder der Hammer. Die Strände auf der Insel sind einfach sowas von schön. Die Insel liegt ungefähr 3 Stunden von Cancun entfernt. Du kommst dort entweder mit dem Bus hin oder mit einem Mietwagen, kannst den Mietwagen dann dort abstellen und nimmst dann die Fähre auf die Insel. Die Insel ist nämlich autofrei und deshalb ist es dort auch so schön ruhig. Das ist eine schöne Insel, scheiß die Wand an, ist das schön. Du kannst dich dort entweder mit Fahrrädern fortbewegen oder mit Strandbuggies, das macht auch richtig Bock. Es gibt noch weitere Aktivitäten wie Stand-Up-Paddling, du kannst dort mit Walhaien schnorcheln in der richtigen Saison und du kannst Kiteboarden lernen in Holbox. Außerdem gibt es auf der Insel ein paar richtig coole Strandbars und auf jeden Fall die geilsten Sonnenuntergänge in Mexiko. Unsere Stammbar mit Schaukeln und Margarita. Falls du nicht so viel Zeit hast, um dort ein paar Tage hinzufahren, dann gibt es auch Tagestouren, die dich von Cancun am Morgen nach Holbox bringen und dann abends wieder zurück. Also für einen Tag lohnt sich auch der Besuch, aber ich würde schon mindestens 2 oder 3 Tage dort verbringen, um es richtig zu genießen. Moskitos, wir müssen schnell weg hier. Tipp Nummer 2 für deine Yucatan-Rundreise. Eine Quad-Tour und eine Zipline-Tour durch den Regenwald. Ich war mit dem Anbieter Sevatica unterwegs. Dort gibt es ein paar richtig coole Ziplines direkt durch den Regenwald. Und im Anschluss machst du noch eine Quad-Tour oder wahlweise auch eine Tour mit einem Strandbuggy. Und du kannst in einer Cenote schwimmen gehen. Die Ziplines waren richtig geil. Es gab 2 Mega-Ziplines, eine Zipline-Achterbahn und eben einen kompletten Zipline-Parcours durch den Regenwald. Die Quad-Tour war etwas gemäßigter. Wenn du eine richtig actionreiche und adrenalingeladene Quad-Tour haben möchtest, dann gibt es noch einen anderen Anbieter in Yucatan, der heißt Maxtremo. Mit denen war ich auch unterwegs und das war unfassbar. Das war echt die geilste Quad-Tour, die ich je gemacht habe. Danach sind wir noch in einen unterirdischen Fluss gegangen und es wurden uns einige sehr coole, interessante Fakten über die Entstehungsgeschichte der Zenoten und von Mexiko erklärt. Tipp Nummer 3, das Städtchen Valladolid. Wenn du nach Cancun fliegst oder nach Playa del Carmen, dann ist es dort sehr touristisch und du wirst nicht wirklich das richtige Mexiko kennenlernen. Wenn du aber ungefähr 150 Kilometer nach Westen fährst, nach Valladolid, dann erwartet dich dort ein richtig cooles, kleines mexikanisches Städtchen mit jeder Menge leckerem Streetfood. Und außerdem ist das Städtchen der perfekte Ausgangspunkt für eine Tour nach Chichen Itza. Chichen Itza ist natürlich sehr, sehr touristisch, aber es ist auf jeden Fall ein Muss. Wenn du in Yucatan bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall nach Chichen Itza zu fahren. Das ist eine riesengroße Pyramidenstätte. Und mein Tipp ist auf jeden Fall sehr, sehr früh dorthin zu kommen. Am besten noch ein paar Minuten bevor es aufmacht, denn schon eine halbe Stunde später, eine Stunde später füllt sich das alles extrem mit vielen Leuten. Also am besten früh aufstehen an dem Tag nach Chichen Itza fahren und dann kannst du die Pyramiden am besten genießen. Falls du nicht so viel Zeit hast, dort selber rüber zu fahren, gibt es auch eine organisierte Tagestour nach Chichen Itza von Cancun oder von Playa del Carmen aus. Ich habe dir unten auch alles verlinkt. Roadtrip! Tipp Nummer 4 für deine Yucatan-Rundreise, Ekbalam. Ekbalam ist eine Pyramidenstätte, die mein persönlicher Geheimtipp für dich ist, denn sie ist nicht ganz so überfüllt, aber trotzdem sehr, sehr spektakulär. Mein Tipp ist, dass du komplett auf die Hauptpyramide draufkletterst, ist ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich. Du bist dann in 30 Metern Höhe und hast eine Wahnsinnsaussicht über die komplette Yucatan-Halbinsel. In der Nähe von Ekbalam gibt es eine richtig coole Zenote, die heißt Chan Che. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Da gibt es eine Art Tarzan-Swing, mit dem du dich dann richtig cool ins Wasser reinschwingen kannst. Und es ist eine perfekte Abkühlung an einem richtig heißen Tag in Mexiko. Zenote! Mein Geheimtipp Nummer 5,
die Zenoten Schkecken und Samulla. Ich weiß auch wieder nicht genau, wie man es ausspricht, aber du wirst es schon finden. Ich verlinke dir auch unten die beiden Zenoten. Schkecken ist meine absolute Lieblingszenote in Mexiko. Da ist ein kleines Loch in der Decke oben und zur richtigen Tageszeit scheint dann genau die Sonne durch dieses Loch und du siehst dann die Sonne unten im Wasser reflektieren. Ich wollte aus dieser Zenote einfach gar nicht mehr raus, weil es so wunderschön war im Wasser. Oh Gott, ist das geil. Du kannst dir da natürlich dann auch Schnorchelsets ausleihen und ein bisschen im Wasser schnorcheln. Und auch das ist eine richtig super Abkühlung, denn in Mexiko, in Yucatan, kann es richtig heiß werden. Direkt daneben befindet sich die andere Zenote, Samulla, und auch diese Zenote ist richtig cool. Du gehst dann in ungefähr 10 Metern Höhe in die Zenote rein und hast dann einen kompletten Ausblick über die Zenote. Dann gehst du die Treppe runter und springst direkt ins Wasser. Tipp Nummer 6. Mérida. Mérida ist die Hauptstadt von Yucatan. Sie befindet sich etwa 150 Kilometer westlich von Valladolid, also noch ein bisschen ein Stück weiter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Stadt. Die Stadt hat 800.000 Einwohner, wirkt aber eher wie eine Kleinstadt. Und du findest dort eine typisch mexikanische Altstadt, richtig, richtig schöne Cafés, Straßenstände und natürlich geiles mexikanisches Essen. Bück dich hoch, mach dich beim Chef beliebt. Bück dich hoch. Bück dich hoch, ja. Geheimtipp Nummer 7, mach auf jeden Fall einen Ausflug nach Palenque. Palenque gehört nicht mehr zu Yucatan, Palenque befindet sich im Bundesstaat Chiapas und ist ungefähr 6,5 Stunden Autofahrt südlich von Mérida, aber mach es auf jeden Fall, diese Pyramiden werden dich umhauen. Die Pyramiden liegen mitten im Regenwald und sind deshalb teilweise von tropischem Regenwald bewachsen. Du fühlst dich dort wirklich, als würdest du eine Zeitreise machen. Palenque. Ein Tipp von mir, nimm dir einen einheimischen Guide. Außerhalb beim Eingang sind die Guides sehr, sehr teuer. Die berechnen da teilweise 500 Pesos für eine Führung. Wenn du aber reingehst, dann warten ein paar Leute direkt auf der Treppe und sprechen dich an. Und da zahlst du dann einen Bruchteil dieses Preises. Und die Touren sind mindestens genauso gut wie die überteuerten Touristentouren, die du außen bekommst. Etwa 40 Minuten Fahrt von den Ruinen von Palenque befindet sich der Wasserfall Misolha, den du dann auf jeden Fall auch besuchen solltest. Der Wasserfall ist 30 Meter hoch und das Coole ist, du kannst hinter dem Wasserfall vorbeigehen, stehst dann sozusagen hinter dem Wasser. Eine weitere Stunde Autofahrt, wenn du schon mal da bist in Palenque, solltest du das auf jeden Fall auch machen, befinden sich die Wasserfälle Agua Azul. Das sind sehr, sehr viele Mini-Wasserfälle, insgesamt sind es 500 Wasserfälle und du kannst dann neben diesen Wasserfällen den Berg hochgehen und dort dann zum Beispiel auch schwimmen gehen in ein paar kleinen Schwimmbereichen. Neben den Wasserfällen gibt es sehr, sehr viele Restaurants und Souvenirstände. Das ist auch der perfekte Ort, um dort Mittagessen zu gehen. Ich habe damals mit meinen Kumpels eine Empanadas Challenge gemacht und ich habe, glaube ich, selber 15 Empanadas gegessen. Mir war danach sehr, sehr schlecht, aber ich habe die Challenge gewonnen. Noch ein Tipp, komme entweder ganz früh am Morgen, also das kannst du gleich als erste Station an dem Tag machen und dann zurück nach Palenque fahren, oder komme am Nachmittag, denn so ab 15 Uhr leert sich das etwas und dann ab 15, 16 Uhr bist du dann komplett für dich alleine teilweise und kannst dann wirklich in Ruhe in diesen Wasserlöchern schwimmen und bist dann nicht ganz so umgeben von so vielen Touristen. Tipp Nummer 8 für deine Yucatan-Rundreise, die Lagune von Bacala. Bacala ist eine Süßwasserlagune, aber du fühlst dich dort genau wie am Meer. Die Lagune hat insgesamt 7 Blautöne, hat anscheinend jemand mal gezählt. Und wenn die Sonne dann dort richtig cool drauf scheint, dann hast du eine mega Farbe, dann hast du ein richtig cooles Fotomotiv. Außerdem kann ich dir dort empfehlen, eine Stand-Up-Paddling-Tour zu machen. Mit dieser Tour kannst du dann zum Beispiel in die größte Zenote von Mexiko reinfahren. Diese Zenote ist nicht überdacht, sondern ist eigentlich wie so eine kleine Bucht neben dem See, ist 100 Meter tief und hat einen Durchmesser von 200 Metern. Alles sieht komplett schwarz aus, weil die Lagune so tief ist. Daneben ist auch an einem Baum so eine Art Tarzan-Swing und es macht richtig Bock, sich dort ins Wasser reinfallen zu lassen. Geheimtipp Nummer 9, Mahahual. Mahahual an sich gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Das ist ein touristischer Strandort in der Nähe von Bacala, denn es ist ein Kreuzfahrt
Zentrum. Da kommen dann immer die riesen Kreuzfahrtschiffe an aus den USA und dort steigen dann alle aus. Das heißt, an einem Tag sind dort Tausende von Menschen, am nächsten Tag ist überhaupt kein Mensch dort. Das heißt, wenn du an einem Tag da bist, an dem ein Kreuzfahrtschiff ankommt, dann ist alles komplett überfüllt. Und wenn du an einem anderen Tag da bist, wo das Kreuzfahrtschiff weg ist, dann haben auf einmal alle Restaurants und Geschäfte geschlossen. Deswegen, ich fand es dort nicht so cool, aber in der Nähe gibt es einen Freizeitpark, den Maya Lost Mayan Kingdom. Einer der geilsten Wasserparks, den ich je besucht habe. In der Mitte des Parks befindet sich eine 30 Meter hohe Maya-mäßige Pyramide und von dieser Pyramide gehen dann die ganzen Wasserrutschen nach unten. Es gibt eine Zipline-Achterbahn und der Park ist mega, mega gut gemanagt. Alles unglaublich sauber, zumindest als ich da war. Darum eine dicke Empfehlung für den Maya-Park. Ich habe dir auch unten den Park verlinkt. Tipp Nummer 10. Die Pyramiden von Tulum. Tulum ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Jeder, der nach Mexiko kommt, jeder, der nach Yucatan fliegt, dem empfehle ich auf jeden Fall, zu den Pyramiden zu gehen. Dort auch wieder ein Tipp, komm am besten ganz früh morgens, bevor der Park aufmacht. Dann hast du ihn zumindest für ein paar Minuten einigermaßen für dich allein und wirst nicht so ganz überrollt von den ganzen Touristenmassen. 1 bis 2 Stunden später, nachdem der Park geöffnet hat, ist alles mega überfüllt, deswegen am liebsten ganz früh morgens kommen. Außerdem empfehle ich dir, deine Badehose mitzunehmen. Dort gibt es nämlich einen richtig geilen Strand, in dem du ins Wasser springen kannst und einfach ein cooles Bad in der Karibik genießen kannst. Yucatan Geheimtipp Nummer 11, der Explore Park. Der Explore Park ist ein mega, mega geiler Freizeitpark mit einer Menge verschiedener Ziplines und unterirdischer Flüsse. Die Ziplines haben eine Gesamtlänge von 3,8 Kilometern und die höchste Zipline ist 45 Meter hoch. Der größte Teil des Parks ist unterirdisch, das heißt, dort ist es dann auch ein bisschen kühler. Du bist den ganzen Tag eigentlich in Tropfsteinhöhlen unterwegs und kannst dort ein bisschen dann vor der mexikanischen Sonne flüchten. Außerdem gibt es eine richtig coole Offroad-Strecke, die du mit Amphibienfahrzeugen befährst und es gibt unterirdische Floßfahrten sowie unterirdische Flüsse, in denen du schwimmen kannst. Natürlich, wenn du dort den ganzen Tag bist, hast du sicher auch Hunger. Darum gibt es ein All-You-Can-Eat-Buffet, das schon im Eintrittspreis des Parks mit drin ist. Ich war insgesamt 3-mal an dem Tag am Buffet und habe mir dort richtig, richtig den Magen vollgeschlagen. Ich habe dir unten den kompletten Lebegeil-Beitrag zum Explore-Park verlinkt. Das waren meine 11 Geheimtipps für deine Yucatan-Rundreise. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar coole Ideen geben und sag mir doch einfach Bescheid, wenn du in Yucatan warst, was du davon alles gemacht hast. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann hinterlasse mir einfach hier unten einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick jetzt hier unten auf Abonnieren und du wirst regelmäßig über die besten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse, Erlebnisgeschenke und Adventure-Aktivitäten informiert. Ich würde mich auch mega freuen, wenn du mir auf Facebook und auf Instagram folgen würdest. Lebe geil!